Dennis fragt PietSmiet: Wie viele Karten habt ihr aktuell in eurem Portemonnaie? Nutzt ihr alle regelmäßig? Wer hat wohl die meisten von euch? Okay, also mein Portemonnaie. Ich habe eine Bankkarte drin für mein Privatkonto. Ich habe ein PietSmiet-Konto drin. Dann habe ich meine private Kreditkarte, eine PS-Kreditkarte, einen Führerschein. Ich habe einen Personalausweis, eine Krankenkarte, oder? Noch eine Bankkarte. Und dann, was seid ihr? Ah, ich habe früher, als ich noch so viel geflogen bin, ich habe tatsächlich eine Miles & More Karte und meinen Studentenausweis. Und das ist es. Ja. Das ist alles. Sorry, falls ihr nicht mehr erwartet habt. Also ich habe gerade mal nachgezählt, ich habe 7 Karten da drin. Und ich nutze alle davon. Denn ich schleppe irgendwelche Karten mit mir rum, die ich nie benutze, da habe ich keinen Bock drauf. Also ich sortiere das immer aus und dann schmeiße ich die davon weg. 7 Stück. Oh, das hatte ich tatsächlich letzte Mal noch erst rausgesucht, ein paar Sachen. Also ich habe halt so ein Bankfach, wo speziell 3 Karten drin sind. Das sind einmal ist das meine EC-Karte, die nutze ich halt sehr häufig. Dann ist es eine Postkarte von den Packstationen, die ich eigentlich auch gar nicht mehr brauche, weil die jetzt ihr System umgestellt haben, wenn man mal ein Paket bekommt. Was habe ich sonst noch? Da ist dann die gute Karte von Tegut drin. Und sonst habe ich halt danach, da kommt dann ein Fach mit Kreditkarten. Dann kommt irgendwann ein Fach, wo dann sowas wie Krankenversicherungskarte drin ist und irgendwelche anderen Karten, die man nicht so häufig nutzt. Und ja, wird halt immer unwichtiger. Okay, in meinem Portemonnaie, hier ist mein Portemonnaie, befindet sich mein Personalausweis. Muss man ja aktuell auch sowieso immer vorzeigen. Wenn man in ein Restaurant geht, mit dem Test. Meine persönliche Kreditkarte, meine persönliche Bankkarte von meinem privaten Bankkonto, mein Führerschein, meine Firmenkreditkarte, meine Bahncard, meine Miles & More Card, mein Bundespresseausweis. Naja, und meine Zulassungsbescheinigung Teil 1 ist ja keine Karte per se. Und ansonsten noch Geld und Quittung und ja, das war's. Das sind die Karten, die ich drin habe. Also, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.